Christine Meyer. Dancing Queen, young and sweet, only 17. Dancing Queen, feel the beat from the tambourine. Die Lieder deiner Jugend laufen jetzt auf WDR 4. Auf deinem Geburtstagskuchen sind mehr Kerzen als Smarties, du bist 50. Ein halbes Jahrhundert alt. 50. Wahrscheinlich liegt der Großteil deines Lebens schon hinter dir. 50. Du siehst jünger aus, aber 50. So fühlst du dich. Die Kinder sind ausgezogen, der Mann hat eine neue, dein Job ist auch scheiße. Aber du bist zu alt, um was Neues zu finden. Früher hast du immer Stewardess werden wollen, doch eine Frau im Arbeitsamt hatte gesagt, nein, nein, mein Kind, werd nicht Saftschubse, werd Sachbearbeiterin. Und deine Mutter hatte genickt und mit 15 hört man noch auf seine Mutter. Und jetzt bist du 50, Sachbearbeiterin und unglücklich. Deine Mutter ist schon vor Jahren gestorben, du kannst ihr nicht mal mehr einen Vorwurf machen. Und so sitzt du alleine an deinem Küchentisch, eine fast leere Flasche Wein vor dir und denkst, wäre ich nur Stewardess geworden. Ob dann wirklich alles besser wäre, weißt du nicht, aber es wäre zumindest anders. Und anders würde dir gerade schon reichen. Du bist dein Leben einfach satt, hast genug von dieser Wohnung, deren Möbel du mit deinem Ex-Mann ausgesucht hast, genug von diesem Kleiderschrank mit den Sachen, die alle nicht mehr so richtig gut sitzen, genug von diesen immer gleichen Leuten, dein ganzes Leben sind sie schon da und reden über immer die gleichen Sachen, es ist genug. Oh, wäre ich doch nur Stewardess geworden, denkst du und fängst an zu weinen. Geweint hast du viel in den letzten 3 Jahren, erst vor deinem Mann, dann mit deinen Kindern, mit Freunden, deiner Therapeutin und vor allem allein. Allein und betrunken. Du wischst dir die Tränen weg und gehst dich nachschminken. In 10 Minuten holt deine Freundin Susanne dich ab. Susanne hat immer die richtigen Worte und die richtigen Mittel, um dich wieder auf Kurs zu bringen. Sie macht das auf einen Tief, wie dieses wieder ein Höhenflug folgt. Du fragst nicht nach, du vertraust dir, wirfst ein, was sie dir gibt. Im Club bist du dann jemand ganz anderes. Die Probleme sind weit weg von dir. Du sonst dich im Disco-Licht, nennst einen anderen Namen, lässt dich von jüngeren Männern einladen. Wenn jemand fragt, bist du Stewardess. Und auch wenn niemand fragt. Du tanzt, als wäre niemand um dich, lässt dich von der Musik tragen, fühlst den Beat, fühlst dich frei wie auf Wolken, wie 15. Nur, dass du mit 15 nie so gefeiert hast. Aber was hast du jetzt noch zu verlieren? Worauf willst du warten, erst mit 60 anfangen zu feiern? Nein. Du willst nie wieder denken, hätte ich mal. Du bist jetzt hier frei. Du kommst nach Hause, ziehst dein Partykleid aus, schminkst dich ab. Der noch währende Rausch lässt dich nicht sehen, wie mit jedem Abschminktuch die Jahre mehr zutage kommen. Noch für einen Moment ist alles gar nicht so schlimm. In diesem Moment schlüpfst du aus deinem Leben in den Schlafanzug einer Stewardess. Am nächsten Morgen ziehst du ihn wieder aus. Die Tattoos der Nacht an den Handgelenken sind das Einzige, was von deinem Höhenflug geblieben ist. Und du denkst, wäre ich nur Stewardess geworden. Wärst du Stewardess geworden, vielleicht wäre auch nicht alles gut. Vielleicht hättest du deinen Mann für einen Piloten verlassen, den du 3 Monate später mit einer anderen im Cockpit erwischt hättest. Vielleicht hätte dein Mann dich verlassen, weil du zu viel unterwegs bist, oder deine Kinder hätten erst Papa und dann Mama gesagt. Vielleicht wäre dein Flugzeug abgestürzt oder die Fluggesellschaft pleite gegangen. Vielleicht hätten sie dich auch mit 50 durch eine Jüngere ersetzt, die fitter, frischer und schlanker aussieht als du. Niemand braucht faltige Stewardessen. Vielleicht würdest du dann jetzt denken, wäre ich mal Sachbearbeiterin geworden. Vielleicht.